Guten Morgen und willkommen in Shanghai. Die nassen Bedingungen des heutigen Tages könnten sich als wahre Herausforderung für die Teams herausstellen, die sich gerade auf den Grand Prix vorbereiten. Ich bin wieder mit Stefan Römer vor Ort. Schön, dich zu sehen, und ich möchte dich auch gleich fragen, wie diese Fahrer die Autos während des Trainings verbessern. Wie viel, denkst du, kennt man bereits durch Simulationen, und wie viel Arbeit muss man schließlich noch mit den echten Wagen auf der echten Strecke reinstecken? Eine sehr gute Frage, und ich glaube, es lässt sich leicht damit beantworten, dass man nie genug Informationen haben kann. Die größeren Teams haben sehr komplexe Simulationen und kluge Leute, die sozusagen im Hauptquartier mit den Zahlen spielen. Sie können dir allerdings nicht sagen, wie die Streckenbedingungen sein werden. Wie hoch wird die Temperatur sein und wie wird sich das alles auf die Reifen auswirken? Es gibt Millionen an Variablen, die für das Rennen an sich wichtig sind, doch der Computer kann das Auto den Bedürfnissen des Fahrers nie ganz anpassen. Irgendwann muss mal ein Mensch mit dem Ding fahren und alles so richtig spüren, weshalb die Fahrer unterschiedliche Einstellungen haben. Nichts ist besser als das Testfahren auf der Strecke. Hi, ich habe was Interessantes für dich. Die Leistungsupgrades, über die wir neulich gesprochen haben, sie wurden nun ans Auto montiert und die Daten sehen gut aus. Sieh dir mal die Details an. Hier, willkommen zum großen Preis von China und das neue Teil. Das war der Abtrieb Affensitz, Upgrade Stufe 2 und Abtrieb plus 1,80%. Die Neugestaltung des kleinen Flügels über den Auspuff mit dem Spitznamen Affensitz kann dazu führen, Auspuffgase für zusätzlichen Abtrieb, meine Güte, effizienter zu nutzen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob sich das wirklich so bezahlbar macht, wie ich mir das so erhoffe. Und dann gehen wir direkt mal zum Training. Nach dem Akklimatisierungsteil kommt natürlich immer die Reifenmanagement, und es regnet, deswegen mal sehen, ob es vielleicht sogar Vorteile bringt, was das Tempo angeht. Könnte es mir zumindest vorstellen. In Australien hatte ich ja auch gewisse Vorteile durch den Regen. Ob das für die Reifen abnutzen gilt, da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber zumindest fürs Tempo. Da kann man zumindest leichter Fehler nochmal ausbügeln. Jetzt habe ich dummerweise einen hinter mir. Ah, Hamilton. Wer sonst? Ich hoffe, der wird mich jetzt gleich mal in der langen Geraden überholen. Das muss ich nicht dauerhaft neben mir haben. Ja, okay, jetzt zieht er mich sogar noch ein Stückchen. Das ist gar nicht schlecht für die Zeit, weil ich ein bisschen getrödelt habe. Ich habe extra früh gebremst. Aber ich weiß, dass hier die Zeit immer eher für mich läuft als gegen mich. Oh. Aber da bin ich leider zu weit rausgekommen. Okay, jetzt haben wir keinen Hamilton mehr in der Nähe, jetzt sollte es besser laufen. Jetzt weiß ich ungefähr, wo die neuralgischen Punkte sind für Reifen und Tempo. Zum Beispiel, das war wieder eine typische Kurve, wo man Zeit gut machen konnte.
Das ist eine. Hier verliere ich wieder Reifen, weil ich nicht gut reingefahren bin. Ist auf jeden Fall machbar. Sieht die Abnutzung okay aus? Ist die Zeit weggelaufen? Mist. Ich bin immer noch zu vorsichtig, was die Reifenabnutzung angeht. Und fahre auch gerade nicht so wirklich gut. Was die Linie angeht. Ja. Okay, mit dem Tempo. Oh, es hat gereicht. Und den Reifen ist es in dieser Runde auch sehr gut ergangen. Naja, bis zum Ende, da bist du dann doch gequält. Das Gefühl bleibt mir da stehen unterwegs. Gerade im Regen. So, sieht gut aus. Ich glaube, also für die Reifenkombination gut genommen, auch von der Zeit, eine Sekunde vorne, das passt doch. Oh, jetzt kommt die langgezogene zu dieser Langraden, langgezogene Kurve, die mir sehr viel Zeit kosten kann. Aber das lief richtig gut. Kurve gewinnt man sehr viel Zeit oder kann sehr viel Zeit gewinnen. Das ist eine gute Zeit. Aber weiter nicht so gut wie in der letzten Runde. Einfach zu ungeduldig und nicht gut reingefahren. Ach nee, komm. Keine gelben Flaggen jetzt. Interessanterweise machen die Curbs hier gar nicht viel aus, wenn man drüber fährt. Da gibt es andere Strecken, da ist das schlimmer. So. Okay, nicht ganz so schnell wie beim letzten Mal, aber das passt. Sehr gut. Das wird auch locker passen. Oh, jetzt bin ich fast stehen geblieben. Gut, dass man in der Kurve nochmal Zeit gut machen kann.
damals wieder zu spät genommen. Aber das passt. Okay, das Tempo haben wir schon gut im Griff. Und in der letzten Runde haben die Reifen weniger abgekriegt, als wir erwarteten. So. Oh, jetzt bin ich zu langsam geworden. Habe ich es ein bisschen übertrieben mit dem Abbremsen, aber ja, es war trotzdem alles in allem in Ordnung. Das hat auch gut gepasst, sogar Zeit richtig gut gewonnen. Ansonsten die Passage eigentlich ganz gut genommen. Also gefühlte Zeitlücke für das, was im Rennen nachher passieren müsste. Vor allem, wenn es trocken ist. Aber wenn ich die Kurve jetzt auch noch vernünftig kriege. Ja, dann mache ich mir ein bisschen Sorgen. Gerade wegen dem Curves am Ende und die Ideallinie führt ja genau drauf. Deswegen fahre ich die nochmal, wir sind ein bisschen alternativ. Zu spät gebremst, oder das ist also schwach. Aber, oh, zeitlich passt das gut. Können wir hier in Ruhe rumfahren. Das ist keine Wahl, das passt sogar zeitlich sogar ziemlich gut. Also nicht ganz so aggressiv, die Kurve, ne, das passt gut. Also sollte die Übung, sind noch zwei Runden, auch locker diesmal optimal zu schaffen sein. Das lässt doch schon fast hoffen für Qualifying und Rennen. Oh, jetzt habe ich die Reifen noch nur so ein bisschen überanstrengend. Schon wieder zurück. Aber ich finde sowieso auf der Strecke, ich meine, das wäre mir sogar schon in der letzten Session, letzten Season ganz gut gelungen hier. Ich finde, das ist auf der Strecke ganz gut machbar. Oh. Der Regen könnte eine Weile anhalten. Leichter Regen für die nächste Zeit. Rote Zeit, weil ich da rausgerutscht bin. Das war genau die Ecke, wo ich mir meinte, das ist gefährlich. Da sieht man, wie viel Zeit man da gut machen kann. Sogar an beiden Kurven, wenn man sie vernünftig kriegt. Okay, mit dem Tempo sind wir zufrieden. Und den Reifen ist es in dieser Runde auch sehr gut ergangen. So, fehlt noch eine. Dann haben wir die Punkte schon. Sieht doch wieder in Ordnung aus, das werden wir jetzt locker schaffen.
zwar 4 Runden. Ja, so viele Runden brauche ich zum Glück ja nicht mehr. Fast hier schon fast 2 Sekunden voraus jetzt gewesen. Natürlich nicht ganz ideal genommen die Kurve, aber zeitlich überhaupt kein Problem dieses Mal. Abgeschlossen und die Akklimatisierung mache ich dann einfach im zweiten Training. Beziehungsweise ich habe ja schon das okay geschafft, aber optimal werde ich wohl auch noch hinkriegen. Ja, und der Blick auf die Ressourcenpunkte zeigt, Akklimatisierung hatte ich zwar geschafft, aber halt nur auf okay. Deswegen wird es noch am zweiten Tag sein. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen, sonst war es nämlich recht erfolgreich. Zweiter Trainingstag und wir sind jetzt bei der Akklimatisierung, wie versprochen. Ah, die gucken mich alles am Wandern natürlich. Erstmal wieder dran ausrichten, wie sich das jetzt verändert hat, das Fahrverhalten. Oh, ist das noch gut. Oh je. Wir lassen mal ausrollen. Okay, ich glaube, die Runde spare ich mir. Was fahre ich denn da für eine Scheiße zusammen hier? Das war nur grün. Wow. Okay, es geht jetzt auf in die zweite Runde der Akklimatisierung und die erste werde ich mit Sicherheit rausgeschmissen haben, und es fing ganz, ganz schlecht an, wenn er es noch sagt. Und dann machen wir das jetzt mal besser. Ich habe heute schon ganz schlecht angefahren mit dieser Schneckenkurve hier. Oh. Auch jetzt gerade habe ich so ein bisschen Probleme, das vernünftig hinzukriegen. Also grün, ja, das ist aber ein bisschen wenig. Oh, das war nicht so viel Gas. Mal gucken, was da noch drin ist. Zu viel vom Gas gegangen. Warum war das denn jetzt nur grün? Schon wieder. Also das... Oh, zählte noch. Oh, warum zählte das jetzt gar nicht? Ja, ich bin gerade nicht so begeistert von dem, wie es läuft. Oh. Nein. Nicht richtig erwischt, aber
Das ist halt jetzt gar nicht zählt. Ach man, Vettel. Muss das jetzt sein? Ach komm, Vettel, verzieh dich. Dass sie da aber auch so stark abbremsen. Ja, gut, nochmal. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Ist schon besser angefangen. Oh, es zählt übrigens noch. Ach komm, das hätte jetzt auch lila sein können. Okay, zumindest sie mitgenommen. Ach, ist wieder zu früh vom Gas gegangen. Dabei bin ich extra wegen dem Tor vom Gas gegangen. Mist. Ja, ist sehr durchwachsen gerade. Oh nein, zu weit rausgekommen. Wow, das zählte zumindest. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Punkte noch drin sind. Ich versuche es auf jeden Fall hinzubekommen. Das war so mäßig gut, würde ich sagen. Oh! Die Punkte sind da! Okay, ich fahre anscheinend gerade mit dem Panzer. Mein Auto sieht heil aus. Obwohl ich die Wand dann getroffen habe. Aber zumindest habe ich natürlich optimal das Programm abgeschlossen. Ja. Erstmal einfach nur so stehen. Natürlich wieder der abschließende Blick auf die Ressourcenpunkte. Die Akklimatisierung ist ja deutlich besser gelungen, wenn auch ein bisschen knapp. Die Qualifying-Zeit habe ich nicht erreicht, das lief sogar richtig schlecht. Ich habe es aber danach nochmal versucht mit den abgefahren oder angefahrenen weißen Reifen und da hatte ich die Zeit fast drin. Also hoffe ich mal, im dritten Training können wir das verbessern. Auf geht's zum Qualifying-Tempo und da muss auf jeden Fall einiges besser laufen als beim letzten Versuch im Training 2. Oh nein. Und schon wieder Fehler hier gemacht. Das kostet schon viel Zeit. Aber ich bin zumindest jetzt mal erst im grünen Bereich. Das ist schon mal Anfang. Ah, da habe ich insgesamt schon wieder viel Zeit liegen lassen eigentlich, auch wenn es gerade positiv ist. Ich hatte ja gesagt, im zweiten Training habe ich mit den Weißen das dann nochmal besucht. War sehr nah dran an der Zeit. Da fehlten glaube ich noch 2 Zehntel und dafür, dass die Reifen schon stark angefahren waren mittlerweile, war das absolut in Ordnung. Jetzt habe ich zum Beispiel sehr viel Zeit verloren. Mal gucken, ob ich das hinten an der Kurve noch rausholen kann. Bis dahin verliere ich erstmal noch. Dann gehen die Reifen auch sehr schnell dabei drauf. Ach Quatsch, zulassen. Eine Kurve, die man gut nutzen kann und die auch. Ah, okay, aber immerhin. Gut gemacht, diese Runde unterbietet unsere primäre Zielzeit.
Also die Premiere haben wir schon mal. Oh nein, nein, nein. Ja, das war's mit der Runde. Oh, das war schlecht. Das tut auch den Reifen gar nicht gut. Ja, wie man sieht, Qualifying-Tempo zwar geschafft, aber es war sehr unbefriedigend. Ich habe es danach nochmal probiert, aber die Reifen waren halt schon zu kaputt. Das ging einfach nicht. Kann man nichts machen. So, gucken wir mal. Wir kriegen noch einen Anruf. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Ja, und das ist, wie wir es schon kennen, 17. für die Qualifikation und Roman besiegen. Und das ist ja, naja, nichts Neues. Das kennen wir ja schon. Und mittlerweile 291 Punkte. Ich fürchte, das wird nicht reichen bis zum Ende des Wochenendes. Aber mal schauen, ob wir die 259 Punkte noch zusammenbekommen, um das Chassisgewicht zu verändern. Wir sehen uns dann zum Qualifying.